Guten Morgen, wir sind auferstanden. Gleich Kaffee trinken, Zähne putzen. Ich habe ein paar Haare hier bekommen. Die wachsen mir aus dem Gesicht raus. Und gleich, das werde ich dann abrasieren. Und dann Sachen zusammenpacken. Und dann Wanderung Start kommt. Wir laufen heute bis nach Soltau und irgendwie dahinter oder so. Das machen wir heute. Der da, der hat hier gepennt. Ich habe hier gepennt. Und hier, wo Marv Conti vor drauf liegt, da hat er gepennt. Und hier wird gleich Kaffee gemacht. Langsam Blasen kommen. Ja, Richtig langsam geil. mal. Gleich Kaffee. Kaffee ist fertig. Hast du schon gesagt, dass Kaffee fertig ist? Ich glaube nicht, oder? Kann ich jedes Mal wiederholen. Kaffee draußen, dazu zu saufen, das ist voll geil. Ne, Sonne kommt. Das heißt, wegen hier. Das kommt von da oben. Ja, endlich. Das heißt, ich werde jetzt erstmal hier mein Solarpanel dahinstellen. Damit hier meine Powerbank, die ich so ein bisschen in Dings geladen hatte, im Heidegrill, dass ich die mit Sonnenenergie aufladen tue gleich. Ich habe gerade diesen Solarpanel hier hingestellt und genau in diesem Augenblick, wo ich diesen Solarpanel hier hingestellt habe, ist die Sonne verschwunden. Die ist jetzt schon wieder hinter diesen Wolken. Es ist total nervig. Das nervt rum. Das mag ich nicht. Und du Scheiße, es beginnt hier die ganze Zeit an zu nieseln und sowas. Also es kommt heute schon wieder ganz viel nass runter und so. Und diese ganzen nervigen, dreckigen Wolken und so weiter, wo ich keinen Strom abbekomme. Rasur fertig. Jetzt ein bisschen Bartöl drauf machen. Extra, damit der nicht stinkt. Ich habe hier meinen schweren, überfüllten Müllsack zur Hand. Und, weil guck mal, hier vorne ist ein Mülleimer zum Müll wegschmeißen. Ich hab Müll weg. Boah, dieser. Der Mülleimer, der stinkt. Boah. Aber hier, guck mal. Das hier, das ist eine Vollfettschutzhütte mit Feuerstelle. Das heißt, wir hätten hier Lagerfeuer machen können. Und guck mal. Hier ist ein Grillrost. Der ist zwar leider geschlossen, weil, um diesen Grillrost zu benutzen, muss man extra jemanden anrufen, das melden. Und da kann man diesen Grillrost hier benutzen. Und da kann man hier grillen. Die Sachen sind gepackt und jetzt Wanderung für heute Start kommt. Wir sind ein bisschen gestartet. Und hier, Frühstück gefunden. Die sind voll sauer. Der Weg hier, der wird immer enger und enger. Wir laufen jetzt dazu Richtung Luhequelle. Da war ich schon lange nicht mehr dort gewesen. Guck mal, da drüben, dieses Wasser da drüben, das ist diese Luhequelle. Da laufen wir jetzt gerade vorbei. Und jetzt nach Richtung, nach da lang. Wir möchten heute Soltau erreichen. Das hier, das sind keine Kartoffeln,
sondern das sind deutsche Kartoffeln. Das da oben, das ist hier eine Autobahn. Ich glaube A7 oder sowas. Und da fahren Autos und LKWs und noch mehr Fahrzeuge rum. Also diese Fahrzeuge, die hier diese ganzen Abgase durchmachen. Und jetzt laufen wir hier unter so einem Tunnel durch. Schon wieder eine Autobahn gefunden. Das ist eine zweite Autobahn. Also auch eine Straße, wo ganz viele Autos und LKWs und weitere Fahrzeuge hier drüber fahren. Wo die ganzen Abgasen und sowas produziert werden. Wir laufen jetzt hier auch schon wieder durch diesen Tunnel hier durch. Noch 15 Kilometer bis zum Zielort und 8 Kilometer bis Heidepark. Und ich weiß nicht, so langsam kriege ich Hunger. Vielleicht, wenn wir die nächste Sitzgelegenheit finden, irgendwie eine Sitzbank oder sowas. Ich glaube, dann mache ich mir also hier Spaghettis. Man läuft und läuft und läuft. Man findet überhaupt keine Bank zum Draufsitzen und Fressen machen. Das nervt langsam. Ich habe wenig Energie jetzt gerade. Mal gucken, wie lange das dauert, bis wir dann hier so eine Sitzbank finden. Wir haben hier eine Bank gefunden. Und jetzt wird darauf gekocht. Sogar aus Bremen gespendet. Ja, gestiftet von Gertrud und Friedel aus Bremen. Ich habe hier Wasser reingemacht. Das hier ist erstmal Wasser für Nico. Er macht sich eine 5-Minuten-Terrine. Genau, und diese mit Makaronen und Käse, die wischen so wie meine Füße. Sehr fein. Marvin macht, glaube ich, Nudeln mit irgendwas anderes. Ja, genau sowas hier. Instant-Nudeln mit Hühnerfleischgeschmack. Ja. Hühnerfleischgeschmack. Hähnchenfleisch. Und wenn das hier fertig ist, dann mache ich schon wieder hier Spaghetti Bolognese für mich. Zum Fressen. Und solange das hier noch nicht kocht, dachte ich mir, mich so ein bisschen hier, wie heißt das Ding? Mich ein bisschen zu waschen. Und dann, wie heißt das Ding? Ich weiß gar nicht, ob ich das dabei habe. Ja, genau, hier. Werde ich hier meinen Bier-Power-Tanktop anziehen, nachdem ich mich so ein bisschen frisch gemacht habe. Halt, stopp, kurze Videounterbrechung, weil ich habe einen Bier-Power machen zu gehen. Also gehe ich jetzt einmal kurz raus, mache einen Bier-Power, bevor das eigentliche Video fortgesetzt wird. Ich bin gerade draußen und ich habe mir beim Getränkemarkt ein Bier gekauft und jetzt werde ich diesen ganz genüsslich hier draußen trinken. Ich habe mein Bierchen gerade entspannt ausgetrunken und ich habe hier einen Bierpower-Metall-Gnubel gefunden. Ich grüße dich, der Bo. Vielen Dank für das Abschließen einer Stufe 2 Bierpower-Kanalmitgliedschaft. So, und jetzt werde ich erstmal wieder nach Hause gehen. Ich bin schon wieder zu Hause angekommen und jetzt wird das eigentliche Video fortgesetzt. So, ich habe mich ein bisschen abgewaschen, ganz grob. Und ich habe jetzt meinen Bierpower-Tanktop an. Und Nico, seine 5-Minuten-Terrine ist fertig. Der ist sogar Löcher. Ja. Und ich warte, bis hier mein Wasser hier, bis da gleich Blasen kommen. Oh, scheiße. Meine EPA-Dose ist zerplatzt. Das heißt, das hat einmal hier diesen Klebeband hier voll geschmiert. Und hier drin in der Tasche, genau da ganz unten, da sieht man auch dieses, dass es hier rumgeschmiert ist. Das hat meine Nässe-Schutzplane ein bisschen versifft. Aber ein Glück, dass ich diesen Klamottensack immer oben trage.
sodass ich diesen nicht mitversifft habe. Langsam kommen Blasen. Das heißt, jetzt hier diese Spaghetti hier reinmachen. Und jetzt warten, bis weich kommt. Ach, Marvin ist auch schon fertig. Ich noch nicht. Meine Nudeln, die brauchen noch. Und guck mal, der ist so richtig, richtig fertig. Ja, aber hier langsam weich kommt. Das heißt, weil langsam weich kommt, werde ich die hier runterstellen. Und jetzt den hier draufstellen und diese fertige Bolognese-Soße hier reinmachen. Und jetzt warten, bis die Bolognese-Soße fertig warm ist. Dass ich das dann gleich auf den Teller drauf machen kann. So, Friessen ist fertig. Schmeckt geil. Gut. Ich habe gerade Spaghetti aufgegessen und weil diese Epa-Schale aufgeplatzt ist, habe ich die jetzt hier reingepackt, damit ich das hier gleich noch auch aufessen tue, weil das ist voll scheiße, dass es aufgeplatzt ist. Ich kann das nicht weiter transportieren, weil sonst bekleckert dieser rötliche Schleim von dem Tortellini die Wagen in rein. Lass da kommen Blasen. Das heißt, die sind gleich fertig. Da kann ich mir die auch geben. Die Nudeln mit, also Spaghetti mit Bolognese hat mir besser geschmeckt als diese Tortellini. Das schmeckt irgendwie so billig irgendwie. Und guck mal, die Sonne scheint ganz kurz. Die ist endlich draußen. Das heißt, da drüben, mein Solarpanel, der wird jetzt endlich mal so richtig geladen. Wir haben aufgegessen und jetzt weiter zu gelaufen bis nach Soltau. Ja, guck mal, das glänzt hier rum. Das ist richtig flüssig. Und diese komische Farbe. See im Weg. Guck mal. Das ist ein Zaun. Und dahinter sind Häuser. Und da, wo die Häuser drauf stehen, das ist Heidepark. Da laufen wir gerade dran vorbei, an diesem Zaun hier. Und irgendwann kommen wir bei diesem Parkplatz an. Wir sind gerade auf dem Heidepark-Parkplatz drauf. Und wir laufen gleich vor dem Heidepark. Wir sind jetzt vor dem Heidepark, aber von dieser Seite aus. Wir sind noch vor dem Heidepark, aber von dieser Seite aus. Und guck mal, da oben. Da sitzt Fledermaus rum. Wir sind immer noch vor Heidepark. Und so sieht das hier von dieser Seite aus. Und da drüben... Da spritzt Wasser rum. Und guck mal. Da drüben, da spritzt auch Wasser rum. Und ach ja, da drüben, wo dieser Wasser hier hochspritzt, das ist Heideparkwasser. Und hier in diesem Heideparkwasser, da macht hier Nico seine dreckigen Füße sauber. Verstehe ich. Also die ganz dreckigen, verschmierten Füße. Mit Blasen dran. Und Schweißfett und sowas. Und eine Abkühlung. Ja. Oh scheiße, ich habe meine Ersatzspeicherkarte vergessen. Das heißt, wir müssen ganz schnell nach Soltau laufen, damit ich eine Ersatzspeicherkarte holen kann. Weil auf dieser Speicherkarte habe ich nur noch 3,5 Minuten Aufnahmezeit und das ist voll scheiße. Das ist auf jeden Fall große Pflicht, gleich eine Speicherkarte zu kaufen. Noch 4,7 Kilometer und dann haben wir Soltau erreicht. Wir sind gerade in Soltau angekommen und das hier
das ist diese Schule, wo ich früher in der Berufsschule Gastronomie und Hauswirtschaft mal Realschulabschluss nachgeholt habe. Das weiß ich doch ganz genau. Das habe ich damals gemacht da. Hier sieht man diesen Schild von dieser Schule, wo ich drauf war. Hier ist Ortsschild Soltau. Und wisst ihr, was das heißt? Wir haben 50% der gesamten Strecke durchgemacht. Das haben wir gefinisht. Das heißt jetzt doch mal doppelt so viel laufen. Also nochmal 50%. Und dann sind wir Ziel erreicht. In Celle. Und hier, in dieser berufsbildenden Schule hier in Soltau, hier war ich auch schon mal, da bin ich auch hingegangen. Da habe ich die schulische Ausbildung, kaufmännischer Assistent für Informationsverarbeitung, die habe ich dort gestartet. Und dann irgendwann in Delmenhorst fortgesetzt und abgeschlossen. Ich fand aber, dass kaufmännischer Assistent für Informationsverarbeitung hier in dieser Berufsschule, das war hier viel anstrengender gewesen als in Delmenhorst. Da war in Delmenhorst voll einfach gewesen, das abzuschließen. Cool, oder? Wir laufen gerade hier durch Soltau Innenstadt bis zur Rewe. Das machen wir jetzt. Moin Moin, ich bin's, euer Flatti. Er ist wieder da. Endlich. Richtig geil. Er ist mit dem Zug hergefahren, weil hier ist dieser Bahnhof. Oder guck mal. Also jetzt zu Rewe reingehen und Speicherkarte kaufen gehen und Bier und noch mehr Sachen. Genau. Das passiert jetzt. Wir haben eingekauft. Und wisst ihr, was scheiße ist? Rewe hat keine Speicherkarten mehr da gehabt. Das war alles ausverkauft gewesen. Und deswegen hat mir jetzt Marvin freundlicherweise mir eine Speicherkarte ausgeliehen gehabt. Und ich werde damit die Tour auch gesichert ist, werde ich mir dann morgen beim Mediamarkt nochmal eine Speicherkarte kaufen gehen. Und jetzt werden wir erstmal darauf einen Döner fressen gehen. Flatti hat sowohl meine als auch von Nico die Powerbank aufgeladen bei sich zu Hause. Besten Dank. Nicht dafür. Hast du super gemacht. Richtig gut. Jetzt haben wir voll Powerbanks. Sachen sind eingepackt und jetzt erstmal zum Dönerladen hinlaufen. Zu diesem Sarai-Dönerladen. Den kann ich auch empfehlen. Den kenne ich. Wir sind hier vor den Sarai-Döner. Und oh Scheiße, der hat schon seit 25 Minuten zu. Das ist ärgerlich. Das mögen wir nicht. Na, sehr ärgerlich. Und deswegen, weil der geschlossen hat, machen wir das jetzt anders. Und zwar, wir gehen jetzt zum Bahnhof und warten so lange, bis Flatti sein Zug irgendwann kommt. Und wir trinken dort dann Bier. So lange. Und dann Marvin hat Schutzhütten gefunden. Genau. Die Schutzhütten, da müssen wir genau die Richtung zurücklaufen, wo wir hergekommen sind. Da sollten die Schutzhütten sein. Und dort werden wir dann heute Nacht pennen. Und wenn wir dann dort gepennt haben, dann laufen wir schon wieder hierher. Und werden dann morgen hier beim Sarai Döner kaufen gehen. Also zum Mittag. Als Mittagessen. Und dann laufen wir nach Richtung da hinten hin. Und da sollte dieser Mediamarkt sein, wo ich dann die Speicherkarte kaufen kann. Und dann setzen wir die Wanderung fort. Wir sind hier auf dem Bahnhof drauf und wir warten, bis Flattis Zug irgendwann kommt. Ich weiß nicht, wann er kommt. Eine Minute nach. In 21 Minuten. In 21 Minuten. Und deswegen haben wir Wartebierchen geöffnet. Prost. Und da vorne ist Flatti. Ein Wartebier. Wartebier? Ja. Nico möchte auch ein Wartebier. Will Flatti auch ein Wartebier? Nein, danke. Okay. Essen auch. Hier. Und ja, eins geht. Hab ich Essen? Gib Prost. Guck mal, der Zug von Flatti kommt leider schon an. Ja. Yeah.
Ja. Nach Hause? Ja, komm gut nach Hause. Hab ich mega gefreut, dich wieder gesehen zu haben. Ja, mich hat das auch gefreut. Ja. So, Platz ist Zug, der fährt los. Der ist gerade am Abfahren. Das ist Flatti. Achso, Flatti hat uns zum letzten Mal innerhalb dieser Wanderung besuchen gekommen, weil sonst wird das mit den Ticket zu teuer. Weil je weiter wir runterlaufen, desto teurer wird das. Und deswegen jetzt hier in Soltau war der letzte Treffpunkt. War das letzte Treffen gewesen innerhalb der Wandertour. Und hier, ich verpflichte euch alle, Flatti zu abonnieren. Er muss unbedingt die 1000 Abonnenten voll kriegen. Das ist ganz wichtig. So, wir laufen jetzt zu dieser Schutzhütte. Wieder quer durch halb Soltau. Wieder zurück über da, wo ich zur Schule gegangen bin. Und dahinter, da sind diese Schutzhütten. Da laufen wir jetzt hin. Wir laufen jetzt gerade durch diese Innenstadt von Soltau durch. Um jetzt dorthin lang zu kommen. Schon wieder zum zweiten Mal. Guck mal. Ja, diese Scheiße ist hier im Weg. Guck mal, wie stark Marvins Sackkarre hier am Quietschen ist. Was ja die ganze Zeit der Nico hier rumschleppt. Das ist richtig geil. Es quietscht das Rad, was noch heile ist, ne? Ja, ja. 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 Das hört sich doch gut an. Wir sind schon wieder hier an meiner berufsbildenden Schule hier, wo ich früher kaufmännischer Assistent für Informationsverarbeitung angefangen hatte und darauf folgt in Delmhorst abgeschlossen hatte. Genau hier sind wir jetzt gerade und hier laufen wir gerade dran vorbei. Wir sind jetzt hier bei dieser anderen Berufsschule, wo ich über Gastronomie und Hauswirtschaft den Realschulabschluss nachgeholt habe. Da laufen wir gerade jetzt dran vorbei. Und hier auf diesem Boden bin ich mal auf die Fresse gefallen. Jetzt ist meine Kamera weggefallen. Hier, wo Winter war, wo Schnee war, da bin ich hier ausgerutscht und bin auf den Mund gefallen. Das weiß ich noch. Guck mal, wir haben hier diese Schutzhütten gefunden, die Marvin navigiert hat und Marvin auch kennt. Und zwar hier, genau, mit so einem Vollfettbänken. Und hier ist sogar ein Grillrost, wo man grillen kann. Das ist voll geil. Aber wir haben keinen Grillflasch und keine Grillkohle und deswegen grillen wir heute nicht. Dann ist hier auch eine Schutzhütte, wo kein Grillrost drin ist, sondern nur hier Bänke und sowas. Und hier drüben, da steht auch noch was. Hier ist ein Mülleimer und hier ist auch eine Schutzhütte, eine, wo man drin pennen kann. Cool, oder? Wir haben uns entschieden, hier in dieser eckigen Schutzhütte, also die weiter hinten steht, rumzupennen, weil die anderen beiden Schutzhütten, da ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass man vielleicht morgen früh von Passanten gestört wird. Die nutzen wollen, ja. Und also mit Grill meine ich jetzt und sowas. Und deswegen werden wir hier in dieser hinteren Schutzhütte hier rumpennen. Guck mal, Marvin, der macht sich Frühessen. Hühnerfrikassee. Yes, mit Reis. Ja, mit Reis. Und weil ich heute nicht so viel, also jetzt gerade in diesem Moment nicht so viel Hunger habe. Mein Hunger ist noch nicht groß genug, damit ich mir irgendwie was zu essen kochen tue. Also jetzt Spaghetti mit Bolognese, was ich dabei habe. Und deswegen denke ich, werde ich für mich jetzt heute nichts kochen, sondern auf morgen abwarten. Und wenn morgen angekommen ist,
Dann Döner fressen mit noch mehr Hunger. Das wird cool. Ich liege hier und Nico liegt hier wie so ein Wurm. Und, genau hier liegt der da. Genau. Marvin. Wie so ein Wurm. Und darauf erstmal ein Bier trinken. Das hier, das ist diese zweitbilligste Sackkarre von Hornbach, den ich mir gekauft habe. Und deswegen mal prüfen, wie lange dieser Gumi hier hält, weil hier, der fährt ja jetzt gerade auf 50% Felge. Und wenn dieser Gumi weg ist, dann fährt er auf 100% Felge.